Hallo Afobs, herzlich willkommen im Noppenstein Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Jo. Ja, genau. Und was wir euch heute zeigen wollen, ist ein ziemlich spannender Erweiterungssatz für unsere Burg Bärenfels, die ihr hier sehen könnt. Richtig. Kennt ihr ja schon. Ihr wisst ja, wir sind da hochmodular und hochmotiviert. Immer. Also das sind wir immer. Aber Burg Bärenfels, da haben wir ja quasi den Ansatz verfolgt. Wir liefern euch quasi eine Grundburg und dann ganz viele Einzelteile, Anbauteile, Mauersets, Türme und so weiter, die ihr dann zusammenstecken könnt, wie ihr das möchtet. Und wie das aussehen kann, wenn man sich alles, was wir bisher dazu angeboten haben, zulegt, das seht ihr hier. Ne? Also genau. Das ist jetzt quasi mal die Bärenfels in maximaler Ausbaustufe. Ist da schon der Schmied mit dabei? Und, ja, den sieht man hier. Den sieht man da, okay. Häuses und an des Waffenständers. Jetzt ist es ja so, dass im Mittelalter solche Burgen, du bist ja unser Mittelalter-Experte, die hatten ja quasi sowas wie eine Vorburg, ne? Kann man sagen. Also viele oder oftmals gab es das. Ja. Die haben dann vielleicht so aus so Holzpalisaden so einen Zaun gemacht, den man quasi da vorne dran machen konnte. Du kannst eigentlich sogar früher anfangen. Noch die ersten Burgen waren tatsächlich aus aufgeschütteten Erdhügeln. Aufgeschüttelt. Und da hat man halt Holzpalisaden drum gemacht. Ja. Und zum Beispiel die Burgen, die... Und dann haben die vielleicht so ausgesehen, ne? Vielleicht hat man ja die Bärenfels noch gar nicht zu Hause, weil man die bisher noch nicht auf dem Schirm hatte und denkt sich, ach, guck mal hier, so eine kleine Palisadenburg. Ne? Geht auch so. Also man kann die sich auch so hinstellen. Tatsächlich. Und man hat auch bei dieser Burg schon ein kleines Wachtürmchen und ein Tor. Achtung, warte. Haha. Richtig, funktioniert prima. Genau, kann man hier auch wieder hochkurbeln. Wir machen es mal wieder zu, falls irgendjemand kommt und rein will. So, und dann haben wir nämlich hier oben so ein kleines Hebelchen. Das kennt ihr vielleicht schon von unserem Bärenfels Torhaus. Das ist dieselbe Technik. Da kann man die Kurbel blockieren und dann ist das zu. Und dann kommt man da nicht rein. Richtig. Ansonsten, was gibt es da noch? Ein Wachturm? Genau. Es gibt also den großen Turm. Hier gibt es so eine kleine Plattform, wo man draufstehen kann. Da ist dann auch eine Armbrust dabei, damit man sich verteidigen kann. Hier gibt es so ein paar Spieße, um von oben liebe Grüße zu verteilen nach unten. Und es gibt eine kleine Feuerstelle. Also wenn man dann halt mal was essen will. Hier unten ist noch eine Mini-Vorratskammer drin. Zeigen wir nachher, oder beziehungsweise du fliegst dann mit der Kamera da wahrscheinlich mal so durch und zeigst das im Detail. Ja, genau, das schneiden wir dann so zusammen. So, jetzt habt ihr das quasi mal gesehen, wie das aussieht. Als einzelnes Set, das kann man sich durchaus auch einzeln dahinstellen. Das Highlight ist natürlich, dass man auch das mit der Bärenfels verbinden kann. Aber dazu gibt es ja natürlich noch etwas. Was muss ich natürlich sagen, ganz spontan und ohne irgendjemanden. Der Dirk, unser Dirk, hat etwas entwickelt. Dieses Element. Tada! Ein Wunderwerk der Technik. Wer fleißig unsere Videos schaut, der wird sich daran erinnern. Es gab einmal ein Video, das habe ich mit Marco gemacht. Da haben wir beide dann versucht, tatsächlich an die Seite der Wand etwas dran zu montieren. Und da ist uns dann aufgefallen, dieser Überhang hier macht uns ja einen Strich durch die Rechnung. Und ich habe dann versprochen, dass ich eine Lösung dafür finden werde. Und die habe ich gefunden in Form dieses hervorragenden technischen Wunderwerks. Es ist quasi ein ich mache es jetzt mal ab, du zeigst uns gleich, wie das funktioniert, ein Adapterstück mehr oder weniger, dass man quasi hier das ist das richtige Stück. So, das kann man hier, hier so dran montieren und ihr seht schon, dann hat man hier eine gerade Fläche, wo man quasi etwas anderes dran packen kann. Wie zum Beispiel eine Palisade. Es ist großartig, ich finde mich toll. Oh mein Gott. Nein, ich freue mich wirklich, weil wir sahen da ziemlich blöd aus, ja, und haben dann gesagt, oh, da kann man das so und dann fiel uns auf so, oh Mist. Ja, kann man gerade nicht. Und dann haben wir uns das überlegt. Also ich habe mir das überlegt und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Also ist was ganz Einfaches, Kleines, aber habe halt ich gemacht. Ja. Finde ich gut. Das ist wirklich großartig, finde ich auch. Ja, sehr schön. Und dann würde ich sagen, walte deines Amtes. Ja. Walte deines Amtes. Ja, also. Diese Palisade kann man auseinandernehmen. Natürlich in verschiedene Stücke. Na komm, geht. Ist nicht ganz so einfach. So. Genau. Also, und da kann man zum einen nochmal hier sehen. So, ihr könnt. So. Ne, also ja. Ich ziehe jetzt mal den Pin nicht raus, ich lasse den mal drin. Also ihr seht, ihr habt hier quasi diesen Turm.
Ne? Dann gibt es hier so ein kleines Vierer-Adapterstück. Diese Stücke, die sind so konzipiert. Bevor du das jetzt auseinanderreißt, muss ich hier was abnehmen. Ja, die sind so konzipiert, dass man immer quasi auf den Bärenfelsraster wiederkommt. Ne? Also hier, die sind so mit Hinge-Elementen, dass man diese halt auch schön drehen kann. Das heißt, ihr könnt die auch, ich sag mal so, die Kurve könnt ihr frei definieren. Und das ganze Set besteht, auch das hier muss man erstmal abnehmen. Mhm. So. Das ist halt hier diese Elemente, die man gewissermaßen auf, also ihr seht hier sind einmal drei. So. Und wenn man die beiden zusammen macht und das ein bisschen stabiler machen will, macht man die da drüber. Nicht nur, damit sie stabiler sind, sondern das bietet auch die Möglichkeit für einen tapferen, fleißigen Wachmann, sich eben dann da drauf zu stellen. Deshalb gibt es hier auch die Leitern, die man dann drauf montieren kann, um dann eben quasi da Wachpersonal drauf zu stellen. Richtig. Hier haben wir nochmal quasi einen kleineren Turm mit so einer Plattform. Da ist dann auch wieder hier so ein Aufgangsstück dazwischen. Also ihr seht schon, ihr könnt euch auch diese Palisade so zusammenstellen, wie ihr das wollt. Und wie das für euch sinnvoll erscheint. Genau, wie das für euch Sinn ergibt und wie ihr da lustig drauf seid. Wenn ihr zwei von den Dingern habt, dann könnt ihr natürlich einen umso größeren Rand bauen. Richtig. Wie gesagt, also da seid ihr völlig frei, wie ihr das möchtet und du bist jetzt mal frei, montiert das einfach mal dran. Richtig, jetzt nachdem du es auseinandergerissen hast, versuche ich das möglichst. Ja also du weißt doch, ja, ich will du willst doch gefordert werden, ich sehe das doch. Aha. So, komm, wir machen einfach mal. Wo hast du jetzt das andere Stück hingemacht? Ich habe jetzt, keine Ahnung, hier war glaube ich... hast du da rangestellt, geschickterweise. So, der kommt hier dran. Genau. So, und da... Du hast doch da zwei Pins noch. Genau, war das montiert. War an die Seite gelegt. So, dann kannst du ja diese zwei. Stück. Genau, diese zwei Pins, Schwarz, die werden. Gehören zur Holz, gehören zur Palisade. Die sind dann notwendig, wenn ihr diese Palisade eben geschlossen habt. Dann bleiben diese zwei Pins übrig, weil dann geht es ja logischerweise auf. Und wenn ihr das aber an eine. Dreh's mal rum. Wenn ihr das dann aber quasi an die Mauer dran macht, dann würden euch ja zwei Pins fehlen, wenn wir sie nicht beilegen würden. Richtig. Und deshalb habt ihr zwei Pins zu viel. Und die grauen Pins kannst du jetzt auch noch kurz hier reinschöpfen. Ja, Moment. Die grauen Pins, die sind für die andere Seite, da wo ihr das Adapterstück praktisch in die Mauer reinsteckt. Ne? Und hier haben wir ja schon das Stück abgemacht. Hier oben, kennt ihr ja, das sind diese kleinen Mauerelemente, die man abnehmen kann. Und dann passt dieses hier unten hervorragend unter den Inverted Slope. Und dann kann man das hier reinstecken. Ganz genau. Und schon habt ihr eine gerade Fläche, wo ihr das Ding draufstecken könnt. Nein, 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 da fehlt noch was. Guck mal hier. Wieso fehlt da noch was? Na, guck mal, das. Nein, warte mal. Guck mal, das ist ja. Da ist ja diese Plattform, um da drauf zu kommen, musst ihr hier die Leiter hoch. Und hier quasi, das gehört dann so. Ne? Und jetzt kann man es da dran machen. Wenn du das so dazwischen machst, kommst du nicht von der Mauer auf diesen Wachturm. Ja, richtig. Man könnte sich ja eine Diele hinlegen oder irgend sowas. Genau. Ja. Und dann macht man hier dieses Element noch ab. Aber wenn du das so machst, musst du ja durchs Fenster reingrabbeln. Hier kommst du eh nicht weiter. Guck, da ist nämlich kein Aufgang. Also ihr seht schon, nicht jede Kombinationsmöglichkeit ergibt auch unbedingt Sinn. Aber das ist Kindern meistens egal. Das ist völlig Wurst, weil... ihr könnt es einfach machen, wenn ihr das wollt. Also ihr könnt zum Beispiel, was weiß ich, das Teil hier anbauen und dann um die Ecke rum oder wie auch immer. Ihr seid da völlig frei oder ihr macht es einfach kleiner, wie ihr möchtet. Ihr seid da völlig frei, wo ihr das ansetzt. Ihr könnt zum Beispiel die Palisade auch da vorne vor das Torhaus machen. Hier oder um den Bergfried rum oder wo auch immer. Also ihr könnt da machen mit, was ihr wollt. Das ist halt das Schöne, dass man da die Freiheit hat, sich das so zusammenzubauen, wie man es möchte. Richtig. Ja, muss nicht immer Sinn ergeben. Ja, also du kannst ja nachher dann nochmal einblenden, wenn man da so drüber fliegt, dann sehen die AFUBs auch, was damit gemeint ist. Hier kann man jetzt quasi, an der Stelle ist auf der Innenseite eine Leiter, wo man hoch kann. Und hier ist aber kein Übergang. Also man kann quasi von dieser Plattform, wenn man jetzt da, müsste man drüber springen, um hier hinzukommen. Liegt halt daran, dass da keine Plattform geht, wenn man halt diese Elemente knickbar machen muss. Richtig. Oder aber man legt sich halt einfach was drüber. So eine 1x10er oder so wird das wohl sein, die passt dann da drauf. 2x8. Weil 2x8, Entschuldigung, ja. Ist ja kein Problem. Also, die Möglichkeiten sind viele. Ja. Und jetzt bekomme ich ein unglaublich subtiles Hinweiszeichen auf die Setcard. Ach so, ein subtiles, ich glaube, er möchte uns damit sagen, dass wir die Setcard vorlesen. Ja, aber es kann auch sein, dass wir die Setcard vorlesen. Ich würde sagen, er meint, wir sollen die Setcard vorlesen. Dann liest doch mal die Setcard vor. Die Setcard. Burg Bärenfels, also das seht ihr hier, die Burg Bärenfels Palisade. Also jetzt gerade seht ihr das, also alles. Seht ihr alles.
Es geht aber nur um diesen kleinen Bereich. Die Burg Bärenfels-Palisade von Bluebricks. Die Setnummer ist die 105652, Teileanzahl 1263, Preis 39,95 Euro. Minifiguren sind keine dabei. Ja, zur Baukomplexität kann ich was sagen, weil ich habe es gebaut, den Prototyp. Das ist ja eigentlich entspanntes Bauen, also das ist easy peasy. Jetzt zieht es hoch, Brick auf Brick. Ja, es ist ein bisschen repetitiv, muss man dazu sagen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass diese Elemente hier einfach immer gleich gebaut sind. Ja? Ihr habt von diesen knickbaren Elementen, habt ihr in jeder Größe welche dabei und die werden halt immer gleich gebaut. Dazu also auch noch ein Tipp zum Bauen. Die Anleitung zeigt es euch nicht, da baut ihr das Ganze nacheinander. Aber ihr könnt natürlich... Weißt du was, wir haben ja was vergessen. Haben wir noch was vergessen. Ja, oh, das kann man ja das ganz genau. Und weißt du noch was? Guck mal hier. Das kann man hier auch aufmachen. Wir nehmen mal den Turm. Den nehmen wir mal. So, das ist ja dieser Turm. Der hat ja eine Besonderheit. Und zwar, also man kann zum einen, habt ihr schon gesehen, man kann das Dach auf- und abmachen. Und dann ist es aber auch so, diese Teile, die Elemente, die kennt ihr ja vielleicht auch schon von der großen Bärenfels. Wo auch immer ein solches Element dran hängt, das bedeutet, man kann es abmachen. Und kann hier quasi ein weiteres Mauerstück dran anschließen. Und wenn dem denn dann so ist, braucht man hier auch einen Durchgang. Dementsprechend kann man das hier rausnehmen. Auf beiden Seiten lässt sich das rausnehmen. Ja, und dann hat man hier quasi einen Durchgang. Also, du kannst auch das hier rausnehmen. Ja, genau. Man kann das ja, auf der Seite nicht, weil eine Tür drin ist. Das hier ist jetzt allerdings eher zum Bespielen gedacht, ne, damit er da auch rankommt. Deshalb steht hier, wenn er das aufmacht, dieser kleine Tisch im Weg. Das ist, wie gesagt, zum Bespielen gedacht, aber die anderen Öffnungen sind mehr oder weniger dafür da, weil wir ja nicht wissen, wo ihr das Ding einbauen wollt, damit ihr auch hier quasi eine Mauer dran anschließen könnt. So, das ist, Moment, jetzt muss ich gucken, wo das war. Und dann hatten wir noch was, warte. Ich merke, du bist sehr motiviert. Ja, hallo, das ist... Ja, ich weiß. Das, ist schon da. Ich habe mit dem Ding mich wochenlang rumgeschlagen, ja, bis es dann endlich alles gepasst hat. Das war gar nicht so einfach, das zu machen. Das glaube ich. Ja. Ich habe das Produktmuster gebaut. Ich habe den Prototyp gebaut und hatte viel Freude damit. Weil das Schöne war, wir haben dann irgendwann bei dem Produktmuster so eine kleine Anekdote. Wir hatten, als wir das, den Prototypen gebaut haben, haben wir... unserem Designer gesagt, er soll auf das und das und das Raster achten und haben dem natürlich leider etwas Falsches erzählt. Und dementsprechend hatten wir hier diesen einen Turm, der war 8 groß. Und dann hatten wir hier einen Turm, der war 6 groß, ne, also breit. Und das hat uns das Raster zerschossen. Und wir haben das nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir als nur dieses Ding alleine angeschlossen haben, haben dann gesagt, so, okay, jetzt probieren wir es mal. Wir bauen das jetzt einfach mal an die Burg Bärenfelsen, haben dann gemerkt, so, oh Mist, das passt überhaupt nicht. Warum nicht? Und bis ich dann darauf gekommen bin, dass dieser Turm hier der Übeltäter ist, der ist jetzt 8 breit. Das war er aber vorher nicht. Vorher war das tatsächlich ein 6x6-Turm. Wie gesagt, wir hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Ja, und das hat es dann auch nötig gemacht, dass wir diese kleinen Elemente noch dazu entwickeln und die kommen dann praktisch hier ran. Ja, und hier ist dann ein Aufgang. Leider, wenn ihr aber sagt, nee, ich will das aber auf der anderen Seite, ja, dann macht das halt auf die andere Seite. Dann nehmt ihr dieses kleine Zaunelement, packt das Ding auf die andere Seite und schon geht man hier hoch. Oder ihr macht einen Durchgang oder wie ihr wollt. Ihr seht schon, da geht einiges genau. Hier vorne, weil er gerade gesagt hat, Durchgang, hier vorne ist auch wieder so ein ominöses Teil, das ihr wegnehmen könnt und könnt ihr auch hier mit einer Mauer weitergehen. Also da geht alles. Ja, es ist hochmodular, typisch Bärenfels halt. Ihr könnt übrigens für den Fall, dass ihr das wollt, könnt ihr auch dieses Vierer-Element nehmen und einfach zu einem Turm zusammenbauen. Das ist aber so nicht geplant. Das ist nicht heraldisch? Das ist sehr, sehr unheraldisch. Nein, das hatte ich aber auch nicht geplant. Aber man, wie ihr seht, also es funktioniert. Ihr könnt sogar Dinge damit machen, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Aber noch der Bautipp. Wenn ihr diese Elemente baut, die sind gleich. Die Anleitung zeigt das nicht unbedingt. Da baut ihr erst diese Seite und dann baut ihr die Mitte, dann baut ihr diese Seite. Das ist genau gespiegelt. Ihr könnt also gut und gerne diese Elemente alle auf einen Schlag bauen. Das Einzige, wo sie ein bisschen unterscheidet, aber das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt, sind die Spitzen. Ja. Also ist wie gesagt, es ist ein bisschen repetitiv, aber ist im Endeffekt lässt sich es gut bauen. Ja. Ja. Ist jetzt kein großes. Oh, da hinten hängt noch ein Ding. Warte mal, den muss ab. Und so, und dran. Du jetzt das Ganze wieder zusammensetzen. Ja, könntest du jetzt eigentlich die Setkarte vorlesen? Können wir mehr vorhin nicht so gedrängt werden? Ja, gedrängt worden wären, hätten, melden sollten. Furchtbar. So. So.
Aber dann sage ich mal, Noppensteine und Burg Bärenfels kann man eigentlich nie genug. Palisaden. Haben. Das auch. Demnächst gibt es mehr, versprochen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Und beim Spielen, ganz wichtig. Spielen. Oh, ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss.